eine letzte Erinnerung an das Nationalmannschaftsfenster. Die deutschen Nationalspieler nochmal im Gespräch von beiden Teams vor der Partie. Dann wurde es ernst. Relaunch ist angesagt. Oldenburg tatsächlich wieder mit fast vollem Kader. Dafür bei Alba neue Verletzte. Spagnolo nicht dabei. Procida mit Knieproblemen. Aber trotzdem volle Motivation bei Berlin in den gelben Trikots nach dem Maccabi-Desaster. Und bei Oldenburg natürlich, weil man unbedingt noch die Play-ins erreichen will. John Lee Brown mit dem erfolgreichen Wurf von draußen. Wie ist das Zusammenspiel bei Berlin, wenn so viele gute Spieler auf der Bank sitzen? Justin Biel übernimmt die Rolle des Point Guards. Pass auf Team ab. Oldenburg in der Anfangsphase ziemlich gallig, fast schon ein bisschen übermotiviert. Dwayne Russell vor allem als Passgeber in der Anfangsphase hier das Anspiel perfekt geteilt auf Isundu. Dann aber einer von vielen Ballverlusten auf Oldenburger Seite. Delo ist da, profitiert davon. Bei Berlin hat man schon ganz klar von Beginn an das Gefühl, dass sie hier wieder Gutmachung betreiben wollen nach dem defensiven Desaster gegen Maccabi Tel Aviv in der Euroleague. Gute Quote bei Oldenburg, vor allen Dingen von Sean Lee Brown. Er trifft direkt seine ersten drei Punkte-Würfe, aber ansonsten kommt da wenig, weil eben auch immer wieder Ballverluste angesagt sind. Gute Hände bei Delo, einer der besten Defensivspieler bei Berlin. Und hier macht er daraus wieder leichte Punkte. Schick hier, wie sich Matisek bereits freut, weil er weiß, die Punkte gehen rein. Aber er zeigt auch das Defensivsystem an. Denn Alba Defensive, das war das Hauptfundament in den ersten 20 Minuten. Und das Zusammenspiel hier. Thiemann profitiert. Viel Platz unter dem Korb. Und je länger die Partie dauerte, umso mehr hatte Oldenburg Probleme in der Offensive abzuliefern. Vor allen Dingen, wenn John B. Brown nicht da war. Denn das ist sozusagen der Einzige, der wirklich gut scorte in der Oldenburger Offensive. Dann schön ein Zug von Janni Wetzel. Wir sind bereits in der zweiten Hälfte. Wir sehen es am Vorsprung. Er wurde immer deutlicher, weil die Turnover-Quote von Oldenburg sich einfach nicht verringern wollte. Trotzdem gute Defensive. Wie hier auch da tut sich Jody Brown hervor. Schöner Block gegen Malte Delo. Aber ansonsten zogen die Albatrosse einen Basketzart nach dem anderen. Nur ganz selten solche Zusammenspiele. Ein Highlight noch vielleicht das hier. Alan Pjanic, seine ersten Punkte, sein erstes Spiel nach fast einem Jahr Pause. Aber ansonsten konnte er auch nicht viel dazu beitragen. Dann Jigar Samar, ein weiterer Rekonvaleszent, auch er wieder zurück im Alba-Team, spielte mit viel Selbstvertrauen. Der Vorsprung wuchs und war eigentlich nie gefährdet. Alba bringt im Schlussviertel das Spiel sicher über die Ziellinie. Vor allem Tim Schneider hochmotiviert, hat ein bisschen Rangelei in der Schlussphase gegen einige Oldenburger Spieler. Berlin schafft es, die Wiedergutmachung perfekt zu machen. Oldenburg aber vor allem in der zweiten Hälfte massiv enttäuschend. War ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben mit sehr, sehr viel Intensität, Aggressivität gespielt. Und das war für uns so der Hauptfokus nach dem letzten Spiel, wo viele Sachen leider nicht gut geklappt haben, auch unsere Einstellung. Und das wollten wir heute beweisen, dass das so dieser Grundeffort ist, den wir auf jeden Fall immer haben, 100% zu geben. Und der Rest kommt dann von alleine. First half, I felt like we did solid. We were physical, aggressive. Second half, we came out flat. Weren't physical, aggressive. We got a lot of offensive rebounds. We got a lot of open threes that, you know, we should have took away, but we tried to rotate, but, you know, we'll be better next game. Berlin gelingt die Wiedergutmachung nach dem Maccabi-Desaster und Oldenburg muss jetzt mit fast kompletten Kader daran arbeiten, deutlich konstanter über die 40 Minuten zu spielen. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.